Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ihr alle wieder mit dabei seid zu einer weiteren Folge LS19 auf der Karte Hof Bergmann mit euren. Da sind wir wieder. Ja. Feld 16. Sind wir soweit durch. Bin jetzt nur noch dabei, die letzten paar Beine einzusammeln. Na gut, es werden noch zwei Fuhren werden. Ich weiß jetzt gar nicht, wo der Chris hin ist. Ich frage dann wieder von der Raiffeisen hoch, hab Dinger geholt. Achso, ja, du düngst, würdest du Feld 2 dann mitdüngen? Wenn es reicht. Feld 2. Feld 2, ja, das ist unseres. Ja. Es hat 50%. Da ist das gleich ja. Weg. Bernd ist ja jetzt unten ein Eisen helfen. Und ja. Tyson wieder schwer beschäftigt. Ja, aber diesmal sagt er was. So, was macht man hier? Oh, sind aber viele Beine runtergerollt, ey. Ja, wir haben halt gerade geguckt und besprochen. Wir haben mal uns jetzt den Beinwagen gekauft. Die Rundbeinen, den preiswerten Sammelwagen. Weil so langweilig wollen wir es ja auch nicht gestalten, wenn ich euch wieder hier das Aufladen zeigen muss. Eisen sagt gar nichts. Nö. Nö. Hat dir mein Aufladen das letzte Mal etwa gefallen? Du warst eindeutig zu lumpsum. Genau. Muss ich das mal gucken. Ah, das ist eine Unterwelle runtergefallen. Wer macht denn immer das Licht an den Traktoren an? Da ja, müssen wir Fahrzeuge waschen. Auf alle Fälle so. Ja. Ich hoffe, ich habe jetzt hier fast alle. Hier drüben nicht keiner. Heißen, die Beine lagen nur noch drüben beim Feld, gell? Ja, Feld 10, ja, unten da. Und zwischen 10 und unserem Feld. So, ey, wenn wir jetzt nochmal so viel Geld kriegen. Wie viel waren das jetzt gerade? Waren wir 17.000? Um die 40, oder? Und das 40.000, die wir gerade gekriegt haben. Und was waren 17.000 Eimer und dann glaube ich noch 4 mal 4.000 noch was. Dann haben wir ja... Ah, viel fehlt nicht mehr für die BGA. So, der vorletzte Bein, dann ab zum Viehhändler. Ey, da bin ich mal gespannt. Wenn du sagst 40.000. Ich glaube schon, zuerst waren es 17 und dann 4 oder 5 mal 7. Hm. 1000. Ne, 4.000 waren das. Ne, paar mal 7.000 habe ich gesehen. Okay. Paar mal. Hm. Gut, werden wir ja jetzt gleich sehen, wie viel wir kriegen. Bin auch nicht Brauchst mal hier. Brauchst du nur unter Ding schauen? Was zeigt sie denn an? Verkaufte Ball 34. 34.000, hm.
Na, wenn jetzt die Fuhre hier weg ist, dann haben wir 70.000 ungefähr. Ja, haben wir knapp 40.000. Wenn wir Glück haben, haben wir sogar schon die 40.000, sag ich gerade, 400.000. Meine ich. 500.000 noch was kostet zu, oder? Sagen wir 560 rund. Und dann bräuchte man da noch, also jetzt bräuchte man noch 200.000, bisschen weniger wie 200.000. Also haben wir sie ja bald drinnen, den Auftrag, da wird auch nochmal, plus heute bringt nicht so viel Geld, gell? Ich glaube nicht. Bin auch am überlegen, ob wir mal eine Mission machen hier mit Maishexe. Maisdreschen meinst du? Ist das hier Maisdreschen? Ja. Denk schon, oder? Musst du mal schauen, also hier noch nie. Also ich wüsste nicht, dass es einen Auftrag gibt mit Häckseln. Oder? Nein, ob man da was sieht. Halt, falsche Taste. Kommt von euch wer mit einem Sammler hier runter? Ein Quaderballensammler? Ich glaube, ich muss noch eine Fuhre machen bei mir und dann komme ich runter damit. Ist das okay oder braucht das jetzt schon? Nö, noch nicht. Gut, weil ich bin jetzt gleich beim Viehhändler. Und fahr wieder über die Wiesen. Da wird ich dann runterkommen. Was ist denn wieder für ein Gefahr heute? Keine Kontrolle über Hände und Füße. Wird also mich ja nicht blitzen. Das Gemeine ist ja, die blitzen dich sogar rückwärts, gell? Mhm. Eigentlich ist das ja in Deutschland verboten. Ich glaube, in Österreich war das erlaubt, gell? Da darfst du von hinten blitzen. Das weiß ich nicht. Das weißt du nicht, Tyson. Nö. Weil ich lass mich einfach nicht blitzen. Das ist auf jeden Fall das Beste. So, jetzt sehen müssten wir es mit 34. Und Geld voll. Ja, wenn die Mission abgegeben ist, wir die ganzen Beine abgegeben haben, noch, würde ich sagen, dürften uns nur noch 100.000 fehlen. Mhm. Na, ich habe jetzt noch eine Fuhre und wenn man jetzt, sag ich mal, nach der Fuhre, wenn ich dann noch drei Beine troffen lasse, das macht ja nichts. Die können wir ja dann immer noch einsammeln. So, wieder abgebremst. Hat er mich gleich wieder erwischt. So, aber gleich wieder eine Stunde rum und da müssten die woanders stehen. Was steht woanders? Ich glaube, stundenweise werden die umgestellt. Mhm. Ich bin mir jetzt zwar nicht hundertprozentig sicher. Aber wenn die BG... Ah, da ist da, hat Tyson zu tun. Erstmal alles von hier unten hoch zur BGA fahren. Oh ja, tue ich mir jetzt nicht ab. Müssen wir uns dann auch mal langsam einen größeren Gülle-Anhänger holen. Die Kosten, die da wieder auf mich drauf zukommen. Uiuiuiui. Da weiß ich schon, geiles mit Zunhaber, mit Schleppschlauchgestänge. Das habe ich ja auf dem Surfer drauf. Mod?
Oder Motte. Schon gelbes Zunhammer Fass. 18.500 Liter. Und hinten kann man einen Schleppschlauch anbauen. Cool. Ist das Manure-System ready? Yep. Okay. Yep. Ihr habt dann aufgeteilt unten, wer schwadeten? Ist dasselbe. Machst du ja. Und Bernd macht. Ich war dabei. War dabei. Bin ich GPS schon wieder mal. Chef, Jawohl. haben wir einen Traktor mit Pflegebereifung? Nein. Nein. Als Chef will ich das anmachen, was ich schon gewünscht habe. Doch, kommt noch, kommt wieder rein. Muss unbedingt rein. Kommt rein, Fruchtzerstörung. Aktivieren wir wieder. Es gibt ein Spiel irgendwie so das gewisse Etwas. Ja. Muss dann Bernd halt vorsichtiger fahren. Jo. Oh, ich hoffe mal, ich habe den vergessen hier. Vierundzwanzig Ballen gehen bei den Rundballen drauf, gell? Eine Ahnung, kann sein, ja. So. Ich hoffe mal, ich habe alle Beine. Wie viele Beine hast du gesagt, lagen auf Feld? Auf dem Nachbarfeld 4 oder 5? Also ich habe 4 gesehen. Okay, dann habe ich die 4. Ich fahre jetzt nochmal eine Runde hier an der Seite schnell. Ob hier sich ir Weiß jemand, wie man GPS einschaltet bzw. aktiviert? Alt und X. Okay, hier liegt nichts. Oh, hast du wieder genau einen Ballen reingelegt. Versuch den mal mit dem Frontlader rauszuschieben, Bernd. Das ist jetzt eher kontraproduktiv bei den Vorgewänden. Bin gleich da. Wo liegt der denn? Ah, da. Und da beim Baum. Und sonst glaube ich, sehe ich keinen, der was mir.
Chris, was meinst du, wie viele Beine hier getroffen waren? Keine Ahnung. Was schätzen? 50? Nee, mehr. Mehr? Ja. What the fuck? Ich habe jetzt 66 Beine runtergeholt. Ich habe sie jetzt mal kurz durchgerechnet. Bernd hat ja einen Wagen voll weggefahren. Ich habe jetzt einen vollen weggefahren. 24 gehen drauf. Und 18 habe ich jetzt nochmal. So, fahren wir den jetzt noch hinter. Und dann komme ich mit dem Vorderbeinsammler. Und da sieht das auch gut aus. Ups, und wieder übers Grüne. Na super. Ich bin ja froh, dass die Gemeinde nicht ankommt, mich hier wegen den Leitpfosten an der Seite dran hat. Weil die sind ja auch nicht gerade billig. Na, die fährst hin und die über den Haufen, Chef. Ja. Darum ja. So. Nochmal 18 Stück. Der Vorteil ist, die Quarterbeine müssen wir nicht so weit wegbringen, wegfahren, gell? Die sind ja gleich um die Ecke dort beim Feld. Im Dorf da bei dem Pferdehof. Na, nochmal 25.000. Hier kommt der BGA immer näher. Ja. Oh, der geht aber hier schnell ein. Klappt sich aber schnell wieder ein. Bei den Hänger der Ausleger. Chris, wie steht's denn? Ist in Frankreich immer noch. Eigentlich ja 1-0 für uns, aber irgendwie war das auf der falschen Seite. Passiert. Ja, typisch Hummels halt. Hummels, ja? Ja. War es ein Eigentor? Nee. Ja. Oh. Ist ja so schlecht geworden. Also die 15 Minuten, wo ich bis jetzt sehe, ja. Okay. Was meine Zumutung doch stimmt, 4-2 verlieren. Mein Schätzen. Das sind ja jetzt noch die Gruppenspiele, gell, jetzt ja. Mhm. Haben da eigentlich jetzt schon Spiele stattgefunden irgendwie? Ich habe da noch nie so ja, jetzt Obacht gegeben. Ja. Einige. Irgendwie habe ich es gar nicht richtig mitbekommen. Irgendwie an mir vorbeigegangen. So. Na gut, Europameisterschaft, das ist nicht so interessant. Du kennst ja eh die meisten Spieler. Ich kenne gar keinen, weil ich nicht gucke. Ja, ich schaue es mir nicht nur ab und zu an. Also zur Weltmeisterschaft hier, die wie. Dings, da habe ich mir die Japaner gerne angeguckt. Also, die fand ich gar nicht mal so übel. Die geilsten für dich in der WM waren
Irland oder was das war. Also die waren so krank. Na, oder hier oben, nicht Irland, die Insel, die andere hier. War das nicht Island? Ja. Wo die ganzen Profifußballer, die dort eigentlich spielen, alle normal arbeiten gehen? Ja. Also, und die haben richtig gute Spiele geliefert, also das, was ich so Oh gesehen habe. ja. Die haben auch gekämpft. Also das wäre auch so was für mich gewesen, zur Weltmeisterschaft so. Ja, genau, die Isländer waren das, also die haben mir gefallen. Wenn du dann hörst, der eine ist Lehrer, der andere hat den Beruf, hä? Gott. Sowas gibt es hier bei uns gar nicht mehr. Na? Oder generell im europäischen Fußball, sage ich jetzt mal. Bei den großen Vereinen. Ich würde aufpassen, dass hier kein Blitzer steht. Das ist einer. Tatsache. Na gut, nachher muss ich hier rein. Ah, da muss ich erst mal gucken, wo der Abladetrigger ist. Ich glaube, hier ist es auch die Scheune. Habe ich es auch wenigstens nicht so weit. Was spielt jetzt mein Traktor? Wie bitte, Chris? Mein Spiel springt gerade voll. Oh. Ich kann. Wenn ich Motor starte, fährt der automatisch rückwärts. Okay. Jetzt nicht mehr. Ja, doch, jetzt wieder. Was ist denn jetzt das? Habe ich irgendeine Taste festgeklemmt oder so? Nein. Jetzt geht's wieder. Komisch. Naja, wer weiß, was das war. Ich weiß schon, was das ist. Ja, ich höre. GPS. Ich bin gerade bei mir Ach vorne. so, ja, stimmt, das kann passiert ab und zu mal, ja. So, 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 sobald ich GPS anschaue, fährt er rückwärts. Aber auch etliches hier an Zeug, was hier drauf liegt. Ja, ist 20% fertig. Okay. Ja, haben wir ein bisschen noch was zum Abfahren. Bin gespannt, ob das drauf geht bis auf 100. Das ist bei der Abgabe immer, wenn du mit allen, wenn du mit Mähen fertig bist, hast du ja das meistens nur bis 20%. Den Rest machst du ja dann durch die Abgabe.
Also ein Feld 12 Düngeauftrag drin. Feld 12 ist das wieder. 33.000. Ja, cool. Und hatten wir aber auch einiges investiert gehabt, ne? Das ist immer das Problem. Na gut, meine lieben Freunde, dann war es das leider schon wieder für heute. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, einen Kommentar und über ein Abo würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Und bis dahin sagen wir Bye bye. Bye bye. Ciao.